Hey Leute, hier ist Debo, 25.02. kommt mein Album raus. Heute bin ich bei Backspin TV. Viel Spaß dabei. Und natürlich auch von mir wieder ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Debo ist nach Hamburg gekommen, um sein Album vorzustellen. Lange Reise von Berlin nach Hamburg, immer wieder eine gute Reise, oder? Ich finde Hamburg super. Wir hatten das vorhin im Vorfeld schon mal ein bisschen besprochen. Ja. So, Hamburg ist für mich die Stadt, die am nächsten an Berlin dran ist. Deswegen komme ich jetzt auch drauf. Ich möchte ein bisschen was hören über Hamburg. Genau, ja, so von dem Feeling, wenn man hier ist. Ich weiß nicht, ich finde die Stadt cool. Ich finde, die Leute haben was mir gefällt, sagt mir zu. Also Richtung Süden reise ich nicht so gerne. Also nichts gegen die Leute aus dem Süden, aber so nach Hamburg fahre ich lieber, ganz ehrlich. Ist auch von der Verbindung her dann doch so, dass Hamburg und Berlin, auch wenn Berlin immer ein bisschen lauter ist, Hamburg auch... Also da ist viel Verbindung, auch was das Künstlerische angeht, oder? Ja, also finde ich schon, weil das halt Hamburg dieses urbane Großstadtfeeling hat, ne? Und München halt ein bisschen schickimicki oder Ruhrgebiet so ein bisschen auf Party und weiß nicht, da, also auch wenn die Leute aus dem Ruhrgebiet das nicht so gerne hören, aber von mir als Berliner, also da, weißt du, das ist für mich mehr so eine Partygegend, ne? Ja. Und Hamburg ist, weiß nicht, urban, so, das ist auch mein Ding so, ja. Das fühle ich. Berlin. Freut mich zu hören, aber der Grund, warum du hier bist, ist natürlich dein Album, da kommen wir aber gleich noch drauf. Mir ist aufgefallen, dass wir bei Backspin TV noch nie miteinander gesprochen haben, also dass du da bisher noch nicht aufgetaucht bist. Ja. Mir ist aber auch aufgefallen, bei der Recherche zu dem Album und zu dir persönlich, dass du ein ganz schön alter Hase in dem ganzen Geschäft bist. Das werden sicherlich Fans draußen wissen, vielleicht aber nicht alle so mitbekriegt haben, wo du schon überall dabei gewesen bist. Wie fühlst du dich, wenn du auf deine eigene Gesamt-Hip-Hop-Karriere zurückblickst, auf das, was du gemacht hast? Ja, das ist schon krass. Also dann kommt man sich schon ein bisschen wie so ein Dinosaurier vor, ja, teilweise. Du hast auch so ein bisschen grauen Bart schon. Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich meine, ich bin jetzt auf 32, ne? Und seit ich denken kann, versuche ich irgendwie in dieser Szene so meine Finger im Spiel zu haben. Und da hat man über die Laufe der Jahre natürlich eine Menge miterlebt. Gerade wenn du so siehst, Distributions ist eine Station auf deiner Karriere, die du gemacht hast. Genau. Du hast EGJ, du hast All of Money Records, überall so ein bisschen etwas mitgemacht, immer zu bestimmten Zeiten mit bestimmten Personen. Und es sind immer so Punkte gewesen, an denen man gemerkt hat, dass was entsteht. Und das sind Dinge, die heute immer noch bestehen, mal mehr, mal weniger. Aber es waren immer auf jeden Fall sehr präsent in der Szene. Hast du damals schon das Gefühl gehabt, dass du oftmals vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst? Also ich habe eher das Gefühl, dass ich den richtigen Ort kreiert habe. Okay. Ja, dass ein bestimmter Zeitgeist geherrscht hat, aber sich niemand getraut hat, so das umzusetzen, weil man vielleicht Angst davor hatte, zu scheitern oder weil es vielleicht auch zu den Zeiten, als das entstanden ist, nicht wirklich cool war. Ja, also so von der Masse der Leute gesehen. Und das ist genau mein Ding so. Weißt du, wenn jemand sagt, ey, das ist schwierig umzusetzen, das traut sich keiner, das ist eine neue Idee, so, dann bin ich auf jeden Fall am Start. Es fehlt ja im Hip-Hop auch oft Leuten, die so ein bisschen dieses Klassische haben. Also Engagement zeigen viele, aber sich dann auch zu organisieren, zu strukturieren. Mhm. Und wenn man dich als Typ kennenlernt und auch die Musik, die du machst, die Themen, die du überredest, dann merkt man schon, dass du jemand bist, der sich mehr Gedanken macht um Dinge. War das damals auch schon so dein Vorteil, dass du ein bisschen strukturierter gearbeitet hast und auch mal Dinge von Anfang bis Ende durchgedacht hast und nicht nur von hier bis kurzfristig? Auf jeden Fall. Also ich war halt immer derjenige, ganz am Anfang, als wir in Hannover im Studio gesessen haben, hieß es dann, ja, ey, jetzt haben wir das geilste Studio der Welt und wir müssen nur Songs machen und dann wird das von alleine werden wir Stars werden. Und ich war dann halt derjenige, der gesagt hat, ja, aber man muss irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen Geld sparen, dass man überhaupt erstmal die Produktion finanzieren kann und so. Ja, also das ist jetzt natürlich ein ganz einfaches Beispiel. Das ist das, wo die meisten schon dran scheitern. Genau, ja. Und ich war derjenige, der nicht gekifft hat. Und ich war derjenige, der eine feste Freundin hatte. Und wenn die anderen irgendwie bekifft so auf Weiberjagd gegangen sind, habe ich halt zu Hause gesessen und habe mir einen Plan gemacht, wie man irgendeine Idee umsetzen kann. Ja, das war so, also ich habe auch Party gemacht, kein Ding, weißt du, aber so, ich war halt immer ein bisschen fokussierter, ein bisschen strukturierter und ein bisschen ehrgeiziger als die anderen. Du hast auch deine Zeit mit EGJ gehabt. Es ist ja, es gibt eine Trennung, es gibt keine enge Verbindung mehr, deine Platten machst du selber.
Bist du noch im Boot? Machst du noch etwas für EGJ oder ist es komplett ein Cut irgendwann entstanden zwischen euch? Also für die Musikfans würde ich sagen, bin ich nicht mehr bei EGJ. Rein geschäftlich gesehen habe ich da noch meine Finger im Spiel. Es geht da um die Finanzverwaltung und so weiter und so fort, was ich jetzt halt mache. Auch aus dem Grund, weil ich halt derjenige bin, der sich mit sowas auskennt und der da Vertrauen hat und dem man auch zutraut, da den Überblick zu behalten. Und ist es denn für dich, also jetzt können wir ein bisschen auf die Karriere, auf die Musikkarriere, es ist sicherlich ein Segen gewesen, im Rahmen von EGJ Platten zu veröffentlichen. Würdest du das schon so sagen, also was deine eigene Musik angeht, dass es ein einfaches, in Anführungsstrichen, Sprungbrett war, um manche Türen aufzustoßen, als wenn du das alleine gemacht hättest? Ja, selbstverständlich. Und ist es dann umgekehrt jetzt schwieriger für dich? Also jetzt der Neuaufbau mit dem neuen Album, dem neuen Label, natürlich Album auch, und so weiter. Merkst du einen Unterschied in deiner Arbeitsweise und auch in den Erfolgen, die du dabei hast? Ich rede jetzt nicht rein von Verkaufszahlen, sondern generell davon, mit Leuten über ein Thema reden und so, dann sonst war die EGJ-Adresse und jetzt musst du es mit dem eigenen Namen machen. Merkst du den Unterschied? Ja, aber sowohl negativ als auch positiv. Also da gibt es halt bestimmte Leute, die haben halt vorher immer quasi über mich als Hintertür versucht, irgendwie dieses Thema EGJ, Bushido, für sich zu gewinnen, wenn sie dann vielleicht von Bushido eine Absage für ein Interview bekommen haben oder so. Ne? Und das Positive ist, dass genauso andere Leute damals das nicht wollten, irgendwie dieses Thema Bushido EGJ. Und ich habe jetzt diese Freiheit. Jetzt geht es halt nur um mich. Und wenn jemand absagt, dann meinetwegen. Oder wenn jemand zusagt, dann meinetwegen. Ne? Die Musik, die du gemacht hast, stand früher dann, wenn EGJ draufsteht, ja auch immer gleich in einem bestimmten Fokus, dass vielleicht Leute, wenn sie es nicht kannten und den Namen nicht kannten, etwas erwartet haben. Mhm. Ist das jetzt ein Vorteil, dass du für dich selber stehst und auch eine komplett eigene Identität aufbaust, auch für Leute, die vorher noch keinen Kontakt zu dir hatten? Mhm. Also ich glaube, ich war in meinem Rahmen auch damals relativ weit weg von dem EGJ-Sound. Also das auf jeden Fall. Nur wenn man den Namen EGJ hört, dann denkt man ja an einen bestimmten Sound. Und da passt das, was du machst, ja nicht rein. Genau. Das ist das, worum es mir geht. Das ist ja und jetzt ist es einfacher. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich das halt selbstständig machen wollte. Ne? Weil wenn du schon einen gewissen Stempel hast, dann kannst du noch so überzeugend sein. Im Endeffekt sagen die Leute, das ist vielleicht nur aufgesetzt, was jetzt gerade passiert. Und wenn du das aber für dich, wenn du selbstständig bist, als Künstler und sagst, das ist jetzt mein Sound, dann sind die Leute auch davon überzeugt, dass du es wirklich ehrlich meinst. Das ist jetzt dein zweiter Release, den du über Wolfpack also selbst veröffentlichst. Bist du zufrieden mit dem, wie es für das Label bisher gelaufen ist, also für dich selber als Künstler in der Neuzeit? Also ich sag mal so, ich hatte halt bei dem letzten Album habe ich mir keine Erwartungen, also ich habe nichts erwartet, sagen wir mal so, weil ich dachte, nach dem Weggang von EGJ wird es halt auf jeden Fall eine sehr schwierige Zeit. Und ich war dann doch überrascht, oder ich habe mir dann halt die Strategie überlegt, dass ich das Album einen Monat kostenlos auf meiner Homepage noch packe, zusätzlich zum Verkauf, damit die Leute das überhaupt wahrnehmen. Dann war ich halt doch überrascht, wie viele Verkäufe ich dann im Endeffekt hatte. Das ist dann halt der Support, der kommt, wenn die Leute das, was du machst, auch gut finden und es unterstützen wollen, oder? Genau, ja. Und jetzt habe ich halt wieder das Problem, in Anführungszeichen, dass ich aber nach dem letzten Album jetzt meine Musik geändert habe und bin wieder in so einer Situation, dass ich mir eigentlich nicht so viel erwarte und mich einfach mal positiv überraschen lasse. Und ich sag mal so, die ganze Struktur, wie es entstanden ist, die Administration, der Ablauf ist alles Bombe. Also das ist so, da gibt es keinen Unterschied zu Erst guter Junge oder zu Universal. Ne? Es geht jetzt nur noch um die reine Vermarktung und da muss ich jetzt sehen, wie weit es geht. Du hast es eben schon angesprochen, der Sound ist ein anderer. Da kommen wir dann auch zum entscheidenden Punkt, den jetzt das neue Album, hier hast du es auch gleich einmal, was da den Unterschied macht in dem, wie du jetzt weitergehen willst. Würdest du sagen, dass der Künstler darauf noch erwachsener ist als das, was vorher gewesen ist? Also merkt man wieder eine weitere Entwicklung, einen nächsten Schritt? Ist das ein ganz anderer Debo? Was kommt da? Also es ist auf jeden Fall musikalisch ein ganz anderer Debo, aber inhaltlich ist es ähnlich geblieben und erwachsener wird jeder von uns jeden Tag. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob das, ich meine, ich selber sehe mich und erlebe mich jeden Tag. Deshalb kann ich wahrscheinlich nicht aus so einer Distanz sagen, ja, das ist jetzt viel erwachsener als das letzte Album. Ne? Ich habe mich halt weiterentwickelt und mein Horizont ist weiter geworden und das hört man sicher auf der Platte. Aber inwieweit das erwachsener ist, muss jemand anderes entscheiden. Aber du merkst schon, dass die Themen, mit denen du dich auseinandersetzt, eventuell andere sind, als sie es noch vor ein paar Jahren gewesen sind. Darauf will ich so ein bisschen hinaus, weil du hast gerade auch auf dieser Single, nur ich,
am Anfang diese ein, zwei Zitate, wo du auch ein bisschen die Kritik ansetzt, wie heute Musik oder Rap draußen verstanden wird und was die Leute hören wollen. Mhm. Du willst dich schon davon abgrenzen, oder? Auf jeden Fall, ja.